Moin moin, liebe Freunde, hier zurück bei Destiny und jetzt ein kleiner Fraktionstag beim Toten Orbit, aber zuerst hole ich mir den Loot bei Lord Shax und wie heißt der noch? Kite 6 oder was? Ja, egal, komischer Name. So, jetzt sind wir erstmal zu Lord Shax und holen uns den Kram ab. Der Scharfenichter, ich liebe das. Okay, so, was gibt ihr mir denn hier? Scharfenichter. Der Ich Saturnine will's Degen. gut. Okay. Gucken, was er für Perks hat. Erstmal 330, gut, höheres Sichtlevel kriegt man ja eh nicht, außer 330 hier, leider. Bei den Fraktionen. So sieht das Ding aus. Sieht mir lustig aus. So, erstmal Fokus hier. Rotpunkt OES bewegt das Visier für geschickte Bewegungen auf kurze Distanz. Dann Fokuslinse FLA5, Scharfschützen, Zielfernrohr, große Reichweite mit verbesserter Zielerfassung. Überraschend leicht. Dann hier wahre Sicht, OV, flexibles Visier, so ein Husten. Leicht mit guter Rückstoßkontrolle, starke Zielerfassung. Dann hier Kontrolle der Massen. Kills mit dieser Waffe gewähren kurzzeitig Bonusschaden. Dann Explosivgeschosse, so instabile Ladung, explodiert beim Einschlag und verursacht einen Teil des Waffenschadens in einem Bereich. Dann Injektionsguss, erhöhte Stabilität, schnellere Handhabung, reduzierte Reichweite. Dann individuelle Optik, Präzisionsglas für verbesserten Zoom. Und zuletzt hier unterlegen, diese Waffe erhält einen Reichweiten- und Handhabungsbonus bei geringer Gesundheit. Das ist das Ding. Ganz interessant, habe ich noch nicht, werde ich auch behalten. Ja, dann sonst, was habe ich noch was ausgekriegt? Ist noch was in der Poststelle gelandet? Ich glaube schon, dann gehe ich nochmal schnell hin. Wir Und zu müssen gucken, er hätte auch Karstadt eben in erstmal Bewegung die anderen Sachen. Ja, erstmal die anderen Sachen wollen. Früher am Besten Morgen hier immer müde, sehr noch leise verpeilt, sein ey, auf macht er einer nichts, ne? Gut. Detonation. So. Und Vorhut ist davon auch noch ab. Los doch. Da landet gleich bestimmt noch mehr an der Ich Poststelle. glaube, du suchst das hier. Bin ich mal gespannt. So. Die habe ich auch Schon noch nicht. okay. Geh da raus und mach was Sinnvolles mit deinem Leben. Ich Noch ein lande Skorpion-Gewehr und zwar. hier. Badakol oder was? Wie heißt das? Badger Call? Ne, achso, Badger CCL. So heißt das da. Oh, gut, kann auch nicht richtig gucken. Rotpunkt OES, bewegliches Visier für geschickte Bewegungen auf kurze Distanz. Dann Langstreckenlinse LLS3, Mitteldistanz, Zielfernrohr, gute effektive Reichweite und Rückstoßkontrolle, schwer und langsam. Dann fixer Zug OV, bewegliches Visier, blitzschnelle Handhabung. Ja, zweites Zen-Moment. Diese Waffe verursacht der Schaden und erhöht ihre Stabilität. Dann perfekte Balance. Der Rückstoß dieser Waffe ist extrem gering. Handgelegter Schaft, erhöhte Stabilität, reduzierte Reichweite. Dann individuelle Optik, Präzisionsglas für besserten Zoom. Und zuletzt unterlegen. Diese Waffe erhält einen Reichweiten- und Handhabungsbonus bei geringer Gesundheit. Ich kann nicht mehr richtig reden. Ey. Das ist echt unglaublich. Ja, so sieht das Ding aus. Aber ich glaube, die hier, die ist besser. Der Saturnine Degen ist durch besser. So, jetzt gehen wir noch kurz schnell zur Poststelle. Vielleicht gibt es ja irgendwie ein Abzeichen oder so. Ah, bin mal gespannt. Mein Husten nervt wieder. Früh am Morgen habe ich immer Husten. Ey. Ich weiß nicht wieso. Steh auf mit einem Husten. Super. Hüter? Ah, zwei Schiffe. Okay. Gucken wir uns die mal eben so an. Lass die auch mal eben hier in der Poststelle drin. Obwohl, das ist eine gute Idee, glaube ich nicht. Mann, geht ja gar nicht. Instinkthandhabung, ja, das sieht das Schiff aus. Eigentlich ganz cool, das nehme ich auch gleich mit. Und dann hier Tilgungsevent. So sieht das Ding aus, ja nicht so geil. Aber zumindest wieder zwei neue Schiffe. Ich nehme doch mal mit, weil wenn gleich ich da im toten Orbit rumstehe und dann droppt da doch irgendwas raus, dann kriege ich nichts mehr hier. Die beiden lösche ich einfach mal, die sehen eh scheiße aus. So, die nehme ich mit. So, das kann ich gleich reinmachen. Das ist irgendwie, obwohl das orange Schiff passt besser zu meinem Abzeichen jetzt. Nö, ja, das ist mal so, wie es ist. So, ab zum toten Orbit. Hoffentlich huste ich jetzt nicht so viel rum. Sorry dafür, aber geht gar nicht anders. Ich hasse es selber, aber wenn man viel redet und so, dann irgendwie lockert sich dann alles und dann geht's los. So, ich werde jetzt hier, glaube ich, drei Ränge Aufstieg schaffen, glaube ich, beim Toten Orbit. Oder vielleicht auch noch zwei. Muss ich mal schauen, wie viel Lichtpartikel ich habe. Hab ja ein paar gefarmt. So, Wir fangen wir direkt brauchen an. deine Hilfe, Hüter. Jo. Deine Wahl zeigt, dass du den So, Pfad ist der erste Rang kennst. Aufstieg. Da haben wir die Extra Solar Hoffe, dass RR4. du. Gucken, was für Perks.
Wenn nicht gefallen, dann werde ich gleich wieder vernichten, weil hier habe ich hier auch schon einmal gekriegt. So, extra Solar RR4 mit, was haben wir denn da? Adlerauge SL20, Großdistanz, Zielfernrohr, schwere Optik für präzises Scharfschützenfeuer. Dann Reef-Tech SLH20, verbesserte Optik, stark verbesserte Handhabung. Texas SLS15, Mittelzoom, Zielfernrohr, nützlich in unvorhersehbaren Situationen. Okay, ist gut, weiß nicht. Grenadier, Hits mit dieser Waffe verringern die Abklingzeit deiner Granate. Dann Explosionsgeschoss, entschärft die Ladung, explodiert beim Einschlag und verursacht einen Teil des Waffenschadens in einem Bereich. Dann handgelenkter Schaft, erhöhte Stabilität, reduzierte Reichweite. Dann versteckter Lauf, erhöhte Reichweite, reduzierte Stabilität. Und zu guter Letzt hier gesetzloser, präzise Kills mit dieser Waffe verbessern die Nachladezeit enorm. Ja, das ist das Ding. Werde ich aber nicht behalten. Obwohl, warte mal, wie viel? 33, naja, ne? Ich wollte gerade sagen, gibt es ja eh nichts Höheres. So, dann mache ich gleich nochmal eine Runde Wir hier. brauchen deine Hilfe. Das gehört dir. Du, 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 du. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Ah. Die Zeit wird knapp, Ich gehe mal auch mal Peter. raus hier, weil soll ja eventuell was bringen. So, Anhalter FR4, Fusionsgewehr, Gefällt. okay. Was haben wir denn hier? Reflex, verbesserte Zielhilfe, dann Rotpunkt ORA2, verbesserte Handhabung, Reflexvisier, verbesserte Handhabung, ja, zweimal. Okay. Unterlegen. Diese Waffe erhält einen Reichweiten- und Handhabungsbonus bei geringer Gesundheit. Dann fixer Zug. Diese Waffe kann unglaublich schnell gezogen werden. Dann gezogener Lauf, erhöhte Reichweite, langsames Komm Nachladen. einfach zurück und bring Dann was du beschleunigte mitgebracht Spulen, hast. verringert die Ladezeit der Waffe im Austausch gegen etwas geringeren Schaden. Okay. Und hier Auge des Sturms. Diese Waffe wird präziser, je geringer deine Gesundheit ist. Ja, sieht nett aus, aber werde ich auch nicht behalten. Das, nee. Die Perks gefallen mir nicht. So spät So. noch bei der Arbeit. Ausgezeichnet. Gute Wahl. So, wollen wir den einziehen noch durch hier. Gab Ich nichts, und hoffe, langsam wir ist eine sehen uns Baustelle. bald. Ah, ist eine Baustelle gelandet. Scheiße. Gut, unvorbereitet, macht nichts wie immer. Gehen jetzt das mal angucken und dann ist hier erstmal Feierabend. Und dann werde ich noch ein bisschen gucken, was ich beim Titan noch erreiche. Oh ja. So. Kaputt. Kaputt, kaputt. Name? So, wieder ein Schiff. Vakuumdiagramm. Los, lade. Sieht aus wie ein Schnüffelstück. Ja, so sieht das Ding aus. Und dann hier nochmal extra Solar RR4 mit was für Perks denn? Die Fokusdinger lese ich mal jetzt nicht vor. Dann Grenadier mit dieser Waffe verringern die Abklingzeit einer Granate. Dann Explosionsgeschosse. Ja, entschärft die Ladung können wir ja. Zungenlauf können wir auch. Schatulen-Magazin, okay, größtes Magazin, reduzierte Stabilität und zu guter Letzt hier. Hot Swap, diese Waffe bereit zu machen, gewährt kurzzeitig Bonuspräsenz. Ja, auch nicht so super, aber na, besser als nichts. Schönen Tag Ja, noch. beim Toten Arbeit gab es eigentlich soweit nichts Gutes und der Rest war eigentlich okay. Das einzige Gute, was ich gekriegt habe, war jetzt hier beim Lord Shax und das war diese hier, der Satyrine Degen, der gefällt. Der hat gute Perks und der hört sich interessant an. Den werde ich auch spielen. Das Ding werde ich spielen. Ja. So, gut, das war es von mir aus hier. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Ich bin wieder raus. Tschö, tschö.